Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren. Pippi zieht in die Villa Kunterbunt ein. Außerhalb der kleinen Stadt lag ein alter, verwahrloster Garten. In dem Garten stand ein altes Haus. Und in dem Haus wohnte Pippi Langstrumpf. Sie war 9 Jahre alt und sie wohnte ganz allein da. Sie hatte keine Mutter und keinen Vater. Und eigentlich war das sehr schön, denn so war niemand da, die sagen konnte, dass sie zu Bett gehen sollte. Gerade wenn sie mitten im schönsten Spiel war und niemand, der sie zwingen konnte, Leber dran zu nehmen, wenn sie lieber Bonbons essen wollte. Früher hatte Pippi mal einen Vater gehabt, den sie schrecklich geliebt hatte. Ja, sie hatte natürlich auch eine Mutter gehabt, aber das war so lange her, dass sie sich gar nichts mehr daran erinnern konnte. Die Mutter war gestorben, als Pippi noch ein kleines Ding war, das in der Wiege lag und so furchtbar schrie, dass es niemand in der Nähe aushalten konnte. Pippi glaubte, dass ihre Mutter nun oben im Himmel sei und durch ein kleines Loch auf ihr Kind runterschaue. Und Pippi winkte oft zu ihnen hinauf und sagte, hab keine Angst um mich, ich komme schon zurecht. Ihren Vater hatte Pippi nicht vergessen. Er war Kapitän und segelte auf den großen Meeren. Und Pippi war mit ihm auf seinem Schiff gesegelt, bis er einmal während eines Sturmes ins Meer geweht wurde und verschwand. Aber Pippi war ganz sicher, dass er eines Tages zurückkommen würde. Sie glaubte überhaupt nicht, dass er ertrunken sein könnte. Sie glaubte, dass er auf eine Insel geschwemmt worden war, wo viele Menschen wohnten und dass ihr Vater König über alle Menschen geworden war und alle Tage mit einer goldenen Krone auf dem Kopf umherging. Mein Vater ist ein König. Es gibt wahrhaftig nicht viele Kinder, die so einen feinen Vater haben, pflegte Pippi sehr stolz zu sagen. Und wenn mein Vater sich nur ein Schiff bauen kann, dann kommt er und holt mich. Und dann werde ich eine Prinzessin. Hey hopp, was wird das für ein Leben? Ihr Vater hatte dieses alte Haus, das im Garten stand, vor vielen Jahren gekauft. Er hatte gedacht, dass er dort mit Pippi wohnen würde, wenn er alt war und nicht mehr auf dem Meer segeln konnte. Aber dann passierte ja das Dumme, dass er ins Meer geweht wurde und während Pippi darauf wartete, dass er zurückkam, begab sich es geradewegs nach Hause in die Villa Kunterbunt. So hieß dieses Haus. Es stand möbliert und fertig da und wartet auf sie. An einem schönen Sommerabend hatte sie alle Matrosen auf ihrem Vaters Schiff Lebel wohl gesagt. Sie hatten Pippi sehr gern und Pippi hatte sie auch gern. Lebt wohl, Jungens, sagte Pippi und gab ihnen allen Reihe nach einem Kuss auf die Stirn. Habt keine Angst um mich, ich komme schon zurecht. Zwei Dinge nahm sie vom Schiff mit. Einen kleinen Affen, der Herr Nilsson heißt, und einen großen Handkoffer, voll mit Goldstücken. Den hatte sie von ihrem Vater bekommen. Die Matrosen standen an der Reling und schauten Pippi nach, solange sie es sie sehen konnte. Sie ging mit festen Schritten, ohne sich umzudrehen, mit Herrn Nilsson auf der Schulter und dem Koffer in der Hand. Ein merkwürdiges Kind, sagte einer der Matrosen und wischte sich eine Träne aus dem Auge, als Pippi in der Ferne verschwunden war. Er hatte recht, Pippi war ein sehr merkwürdiges Kind. Das Allermerkwürdigste an ihr war, dass sie so stark war. Sie war so furchtbar stark, dass es in der ganzen Welt keinen Schutzmann gab, der so stark war wie sie. Sie konnte einen ganzen Pferd hochheben, wenn sie wollte. Und das wollte sie. Sie hatte ein eigenes Pferd, das sie für einen ihrer vielen Goldstücke gekauft hatte. An demselben Tag, an dem sie heimgekommen war, sie hatte sich immer nach einem eigenen Pferd gesehnt. Und jetzt wohnte es auf der Veranda. Aber wenn Pippi ihren Nachmittagskaffee dort trinken wollte, hob sie es ohne weiteres in den Garten hinaus. Neben der Villa war ein anderer Garten und darin ein anderes Haus. In dem Haus wohnten ein Vater und eine Mutter mit ihren beiden netten Kindern, einem Jungen und einem Mädchen. Der Junge heißt Thomas und das Mädchen Annika. Das waren zwei sehr liebe, wohlerzogene und artige Kinder. Niemals wies Thomas an seinem Nägen. Immer tat er das, was ihm seine Mutter sagte. Annika murrte niemals, wenn sie nicht ihren Willen bekam. Sie sah immer ordentlich aus in ihren gebügelten Baumwollkleidern. Und sie nahm sich sehr in Acht, dass sie sich nicht schmutzig machte. Thomas und Annika spielten hübsch zusammen in ihrem Garten, aber sie hatten sich oft einem Spielkameraden gewünscht.
Und zu der Zeit, als Pippi noch mit ihrem Vater auf dem Meer herumsegelte, standen sie mitunter am Gartenzaun und sagten: Zu dumm, dass niemand hier in diesem Haus sieht. Hier sollte jemand wohnen, jemand, der Kinder hat. An dem schönen Sommerabend, als Pippi zum ersten Mal die Schwelle der Villa Kunterbunt überschritt, waren Thomas und Annika nicht zu Hause. Sie waren für eine Woche zu ihrer Großmutter gereist. Sie hatten daher keine Ahnung, dass jemand in der Nachbarvilla eingezogen war. Und als sie am ersten Tag nach ihrer Rückkehr an ihrer Gartentür standen und auf die Straße schauten, wussten sie noch nicht, dass so in ihrer Nähe ein Spielkamerad war. Als sie gerade überlegten, was sie anfangen sollten und ob vielleicht heute etwas Interessantes passieren würde oder ob es so ein langweiliger Tag werden würde, wo einem nicht einfiel, gerade da wurde die Gartentür zur Villa Kunterbunt geöffnet und ein kleines Mädchen kam heraus. Das war das merkwürdigste Mädchen, das Thomas und Annika je gesehen hatten. Und es war Pippi Langstrumpf, die zu ihrem Morgenspaziergang herauskam. Sie sah so aus. Ihr Haar hatte dieselbe Farbe wie eine Möhre und war in zwei feste Zöpfe geflochten, die vom Kopf abstanden. Ihre Nase hatte dieselbe Form wie eine ganz kleine Kartoffel und war völlig mit Sommerprossen überzählt. Unter die Nase saß ein wirklich riesig breiter Mund mit gesunden weißen Zähnen. Ihr Kleid war sehr komisch. Pippi hatte es selbst genäht. Es war wunderschön gelb, aber weil der Stoff nicht gereicht hatte, war es zu kurz und so guckte eine blaue Hose mit weißen Punkten darunter hervor. An ihrem langen, dünnen Bein hatte sie ein paar lange Strümpfe, einem geringelten und einem schwarzen. Und dann hatte sie ein paar schwarze Schuhe, die genau doppelt so groß waren wie ihre Füße. Die Schuhe hatte ihr Vater in Südamerika gekauft und damit sie etwas hätte, in das sie hineinwachsen könnte, und Pippi wollte niemals anderes haben. Worüber Thomas und Annika besonders die Augen aufsperrten, das war der Affe, der auf dem Schulter des fremden Menschen saß. Es war eine kleine Meerkatze mit blauen Hosen, gelber Jacke und einem Strohhut. Pippi ging die Straße entlang. Sie ging mit dem einen Bein auf dem Bürgersteig und mit dem anderen im Rinnstein. Thomas und Annika sahen ihr nach, solange sie sie sehen konnten. Nach einer Weile kam sie zurück, aber jetzt ging sie rückwärts. Das tat sie, damit sie sich nicht umzudrehen brauchte, wenn sie nach Hause ging. Als sie vor Thomas und Annika Gartentür angekommen war, bleib sie stehen. Die Kinder sahen sich schweigend an. Schließlich sagte Thomas: Warum bist du rückwärts gegangen? Warum ich rückwärts gegangen bin, sagte Pippi. Leben wir etwa nicht in einem freien Land? Darf man nicht gehen, wie man will? Übrigens will ich dir sagen, dass in Ägypten alle Menschen so gehen und niemand findet das auch nur im geringsten merkwürdig. Woher weißt du das? Fragte Thomas. Du warst doch wohl nicht in Ägypten. Ob ich in Ägypten war? Ja, da kannst du Gift drauf nehmen. Ich war überall auf dem ganzen Erdball und habe noch viel komische Sachen gesehen als Leute, die rückwärts gehen. Ich möchte wissen, was du gesagt hättest, wenn ich auf den Händen gegangen wäre, wie die Leute im Hinterindien. Jetzt lügst du, sagte Thomas. Pippi überlegte einen Augenblick. Ja, du hast recht, ich lüge, sagt sie traurig. Es ist hässlich zu lügen, sagte Annika, die jetzt endlich wagte, den Mund aufzumachen. Ja, es ist sehr hässlich zu lügen, sagte Pippi noch trauriger. Aber ich vergesse es hin und wieder. Und wie kannst du überhaupt verlangen, dass ein kleines Kind, das eine Mutter hat, die Engel ist, und einen Vater, der König ist, und das sein ganz Leben lang auf dem Meer gesegelt ist, immer der Wahrheit sagen soll? Und übrigens, führt sie fort und sie strahlte über ihr ganzes Sommerprosgesicht, will ich euch sagen, dass es in Nicaragua keinen einzigen Menschen gibt, der die Wahrheit sagt. Sie lügen den ganzen Tag. Sie fangen früh um 7 an und hören nicht eher auf, als bis die Sonne untergangen ist. Wenn es also so passieren sollte, dass ich mal lüge, so müsst ihr versuchen, mir zu versehen und daran zu denken, dass es nur daran liegt, dass ich etwas zu lange in Nicaragua war. Wir können wohl trotzdem Freunde sein, nicht wahr? Ja, gewiss, sagte Thomas und wusste plötzlich, dass der Tag heute sicher keiner der langweiligen werden würde. Warum könnt ihr übrigens nicht bei mir frühstücken, fragte Pippi. Ja, ganz richtig, sagte Thomas. Warum können wir das nicht? Komm, wir gehen. Ja, sagte Annika, jetzt sofort. Aber erst muss ich euch Herrn Nilsson vorstellen, sagte Pippi.